So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und momentan läuft noch das Team Go Rocket Event. Da gab es eine Aufgabe, eine Spezialforschung. Ihr solltet einen Rüpel besiegen, drei Rüpel besiegen, sechs Rüpel besiegen. Dann habt ihr einen Rocket Radar bekommen, einen Super Rocket Radar. Dann habt ihr nochmal die Aufgabe bekommen, einen Rüpel, drei Rüpel, sechs Rüpel. Dann habt ihr wieder einen Super Rocket Radar bekommen. Das wollte ich eigentlich filmen, dann hat es geregnet, dann sah es richtig schlecht aus, deswegen habe ich das einfach offscreen gemacht. Aber mit den vielen Rocket-Radaren, die ich jetzt habe, möchte ich einfach mal die drei Rocket-Bosse legen, zeigen, was man dagegen nehmen kann, was ich dagegen nehme und was die überhaupt jetzt für Pokémon haben. Vielleicht ist sogar ein Shiny dabei, ein Krypto-Shiny. Vier Rocket-Radare habe ich jetzt, glaube ich. Wir laufen jetzt erstmal zum ersten, melden uns gleich zurück. Immer nach jedem Wort erstmal 2 Minuten Pause machen und atmen. Nicht vergessen, weil es so anstrengend ist. Wir laufen jetzt auf jeden Fall zum ersten, machen den mit meinem bewährten Team, dann den zweiten, dann den dritten. Das ist das ganze Video. Wen es interessiert, guckt es euch an und schreibt mal runter, was ihr so genommen habt und ob ihr vielleicht einen Krypto-Shiny bekommen habt. Hier fahren sie wieder wie die Behinderten. Okay. Mit Anhänger und noch ein Auto drauf. Tja, er kann ja nichts dazu, der andere war es ja. Habt ihr nicht gesehen, wie der hier so... Egal, wir melden uns gleich zurück, wenn wir beim ersten Boss stehen und gucken mal, ob wir mit unserer bekannten Armee Erfolg haben. So, wir stehen in der ersten Location, am ersten Boss. Da hinten ist übrigens die Stadtmauer. Eben konnte man den auch sehen, hier bei David Klatschko, beziehungsweise jetzt seht ihr es auch. Er ist unsichtbar, den hat man nicht gesehen, den habe ich jetzt entlarvt. Um kurz zu zeigen, ich habe also vier Rocket-Radare, womit mir die Bosse angezeigt werden. Und wir gehen jetzt hier aufs erste drauf und haben jetzt hier Sierra. Und mein normales Team, was ich eigentlich immer nehme, wäre Regirock, ja, hier. Regirock zum Schilde rauslockeln. Wir hauen dann immer mal ein Despo da noch rein. Das Erlöste mit Katapult. Und ein Kyogre, genau. Kyogre kommt noch rein. Fertig. Die nehme ich normalerweise immer für die Rocket Bosse, für jeden. Bisher bin ich auch immer gut damit klargekommen. Kann natürlich sein, durch den Wechsel, dass jetzt gar nichts mehr geht. Also wir schauen mal kurz, wie es ausschaut. Kanivanya. Wäre natürlich vielleicht Lucario an erster Stelle auch besser gewesen. Wir probieren es aber trotzdem einfach mit dem, was wir haben. So. Zielschuss ist auf jeden Fall eine gute Attacke bei Regirock. Der füllt nämlich schnell die Ladeattacke auf, sodass ihr die Schilde rauslocken könnt. Aber gut, Steigerungshieb, Konter-Steigerungshieb, irgendwas ist eigentlich auch eine gute Sache. Wir müssen ein Schild nehmen hier zum Ablocken. Meistens passiert es, dass ich zwei Schilde rauslocken kann und noch eine Steinkante durchbringe, um den ersten auch noch niederzuringen. Ja? Ich habe jetzt so lange keine Rocket-Bosse mehr gespielt und nichts gemacht. Verzeiht mir, wenn das jetzt hier nach hinten losgeht. Jetzt müsste die nächste Steinkante hoffentlich voll werden, bevor er seinen Move macht, damit ich mein Schild mitnehmen kann. Das muss jetzt sitzen, der geht nämlich durch, in der Hoffnung, dass er den jetzt niederringt. So, der ist auf jeden Fall weg. Ihr seht, mit Regirock am Anfang hat das eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt könnte man natürlich auf Kyogre wechseln, wegen Wasser gegen Boden, das wäre vielleicht sinnvoll. Wir bleiben aber mal noch hier. Nicht sehr effektiv, wir wechseln mal kurz. Hauen hier drauf, weil wir effektiv sind, mehr Schaden machen. Ein Surfer ist am Start, das heißt, der müsste jetzt auch weg sein. Wir haben immer noch unser Schild, also Sierra sieht auf jeden Fall ganz gemütlich aus. Gerade mit diesem Team, mit meinem Lieblingsteam, hat noch ein bisschen was übrig. Aber was ist das Letzte? Das Letzte ist ein Valraisa. Er ist nicht so krass gegen uns, wir sind nicht krass gegen ihn. Wir machen das Spielchen einfach mal mit, geben dem hier Surfer einfach in Ruhe, warten bis er uns umgebracht hat, solange können wir noch ein bisschen Schaden machen. Ich würde wahrscheinlich dann aufs Despo da wechseln und
mit Despo da den Rest erledigen. Theoretisch könnten wir jetzt, glaube ich, schon wechseln. Aber wenn wir jetzt einwechseln und er gleich seine Ladeattacke macht, ist halt auch doof. Deswegen, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es sogar mit Kyogre. Nee, Kyogre ist weg. Ja. Jetzt kann er natürlich trotzdem gleich seine Ladeattacke machen, oder? 1, 2, 3, 4. Nö, er kommt gar nicht mehr dazu. Also sieht auf jeden Fall übelst easy aus, wie man das macht. Ich werde das Pokémon von Sierra jetzt hier im Übergang fangen, mich zum nächsten Boss begeben und ob ein gutes dabei war von den Kryptos oder so, seht ihr dann am Ende. Ein Ei gibt es natürlich auch noch dazu. Ich habe 4 Plätze, glaube ich, frei. 6 Plätze habe ich frei. 6 Plätze habe ich frei, kann also auch die 12 Kilometer Eier mitnehmen. Und Shiny Check, nichts, aber ist nicht schlimm. Das fangen wir jetzt in der Überblendung und melden uns beim nächsten Boss. So, wir sind da beim nächsten Boss. Das ist also der Cliff, ne? Der Cliffhanger, wer kennt ihn. Wir drehen natürlich nicht den Stop, sonst würde Eierplatz voll. Den haben wir extra freigehalten für die 12 Kilometer Eier. Wir nehmen wieder dasselbe Team. Ich habe doch gerade extra ein Team gespeichert und es nimmt es natürlich nicht. Ich hasse das. Ich habe das bei der Meisterliga gespeichert, vielleicht war das das Problem. Okay, nehmen wir es halt einzeln. Regirock, Despota und Kyogre. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht mit beschäftigt. Ich weiß nicht, was die für Pokémon haben. Die wissen nicht, was ich für Pokémon habe. Also Gleichberechtigung für alle. Wir versuchen das jetzt mal damit. Aero-Kack-Sprühl, okay. Ist natürlich kacke für mich. Da wäre auch ein Lucario wahrscheinlich sinnvoller gewesen, besser gewesen. Wir könnten probieren, mit Kyogre noch was zu retten. Kyogre braucht halt deutlich länger, um seinen Surfer voll zu machen. Also Surfer, nicht seinen Server, ne? Wir machen auf jeden Fall ein bisschen Schaden. Ich würde sagen, wir wehren seinen Angriff trotzdem mal ab, weil ich ja nicht weiß, was dabei rauskommt. Antikkraft, okay. Hauen hier drauf. Wir müssen den Server sowieso einsetzen. Er muss ja seine Schilde loswerden. Ansonsten sehe ich trotzdem aber schwarz, wie es dann weitergeht. Den hauen wir jetzt also raus. Der ist eigentlich gleich tot. Vielleicht schafft er auch keinen Angriff mehr. Ich mache trotzdem nochmal den Server, dass der zweite Schild weg ist. Und durch die 3-Sekunden-Regel müsste er dann down gehen, ohne überhaupt noch eine Attacke machen zu können. Jetzt haben wir ein angeschlagenes Lashoking. Jetzt haben wir ein angeschlagenes Kyogre übrig. Lashoking, Lashoking, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich stelle mich mal kurz so, genau. Und drehe mich hier rüber, damit die Leute nicht drauf sind. Wunderbar. Wir könnten vielleicht nochmal wechseln. Ne, können wir nicht, oder? Hat er jetzt gewechselt? Jetzt habe ich gar nichts mitbekommen. Der ist auf jeden Fall auch wieder sehr effektiv. Wir haben aber eine Steinkante fertig. Vielleicht können wir die alte Steinkante einfach draufhauen und damit ein bisschen Schaden machen. Ich weiß gar nicht, was der hat. Der ist auch Typ Wasser, Psycho vielleicht noch bei. Eieieiei. Jetzt habe ich schon wieder das Kyogre reingeholt. Das wollte ich eigentlich gar nicht reinholen, aber egal, der Surfer ist voll. Ey, ich habe so schön gesessen. Dann sind die Leute vorbeigelaufen. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept heraus, aber ist egal. Wir hauen einfach weiter drauf. Wir haben immer noch ein Schild, ja. Wir haben jetzt noch ein Despo da. Und guck mal, wie schön das ist, dass der da ein Despo da hat. Und wir haben ein Despo da. Wir haben noch ein Schild. Der hat kein Schild mehr. Der haut uns bestimmt gleich tot. Wir müssen unbedingt unsere Steinkante vollkriegen. Das geht sich aus, würde ich sagen. Sagt Chilling immer, das geht sich aus. Keine Ahnung. Auch einfach fabelhaft. Einfach fabelhaft. Drauf. Jetzt kommen noch 2, 3 Moves, noch 2, 3 Attacken. Dann ist er down. Ohne Vorbereitung, ohne irgendwas. Er macht seine Attacke, ich habe meine Attacke. Also ich schilde. 3-Sekunden-Regel, bitte, bitte lass mich zweimal treffen. Einmal treffen, zweimal treffen. Zack! Was ist das denn? Ist das jetzt unentschieden oder was? Cliff, keine Chance, Cliff verloren, ganz eindeutig. Ihr seht, mit dem Team habt ihr immer Erfolg, auch wenn ihr nicht vorbereitet seid. Nehmt einfach das Team, nehmt die Sticker mit, nehmt die Eier mit. Wir gucken jetzt mal kurz, was für ein Pokémon da rauskommt. Also das Aerodactyl natürlich, aber ob es vielleicht ein Shiny ist oder nicht. Und je nachdem, was es ist, ziehen wir eh weiter.
ist auf jeden Fall kein Shiny, egal. Wir ziehen weiter, suchen noch Arlo und melden uns bei Arlo nochmal zurück. Und ich hoffe, da ist dann ruhiger und da laufen keine Leute vorbei, dass ich das einfach stehen lassen kann. So, da bin ich zurück mit Arlo. Es hat gedauert. Jetzt bin ich eine Stunde hier um das Haus Sophie rumgelaufen, um mir einen Punkt zu suchen, wo ich die Kamera hinstellen kann, und habe nichts gefunden. Da war der kleine Brunnen, den wollte ich euch eigentlich zeigen. Nämlich genau der, der hier eigentlich die Arena ist. Hat jetzt nicht hingehauen. Wir gehen trotzdem mal hier drauf. Ist nämlich der letzte, den wir machen müssen. Das Team ist auch wieder das Falsche. Das heißt, wir müssen wieder die Einzelnen auswählen. Regirock haben wir hier. Dann haben wir hier, wie heißt der Typ? Despota, genau. Und wir haben das Kyokre am Ende. Im Endeffekt ist das schon das Richtige. Ja, ist es. Ihr seht, mit diesem Team komme ich immer zum Erfolg, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich mache, hat das bisher auf jeden Fall funktioniert. Wir stehen hier mitten an der Straße, wundert euch nicht, wieso so laut ist. Wir gucken mal. So, Tunnel. Puh, verdammt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, weil ich sehe, dass es kaum Schaden bei mir macht. Ich mache zwar auch kaum Schaden bei ihm, aber das ist egal. Es geht ja nur darum, die Schilde rauszuloggen. Dafür reicht das allemal. Ein Schild ist weg. Es dauert nicht lang, dann haben wir die zweite Steinkante. Dann ist das zweite Schild vielleicht weg. Wir müssen gucken, eigentlich ist egal. Wir bräuchten jetzt auch nicht mal drücken. Einfach fabelhaft ist auch wurscht, weil der wehrt ja eh ab. So, lassen den durch. Wenn er jetzt einen macht, wehren wir natürlich trotzdem ab. Wir wollen ja unsere Steinkante auch durchbringen. Die schon wieder voll ist. Also ihr seht, Tarnel kann nix. Obwohl Krypto-Tarnel natürlich sehr cool ist. Also alle freuen sich auf Krypto-Tarnel und sagen, das ist heftig der Boss. Ich würde aus Spaß jetzt mal wechseln. Ich würde mal kurz mit Kyokre draufhauen, weil das sonst trotzdem 100 Jahre dauert, bis der wieder seine Steinkante voll hat. Jetzt haben wir einen Gardevoir. Gardevoir, okay. Ist eigentlich ein gebrechliches Pokémon, wenn ihr das so seht, wenn da so ein fettes Kyokre kommt und spuckt einmal dagegen, dann liegt das gleich in der Ecke. Nein, es liegt nicht in der Ecke, es steht halt weiterhin gemütlich da. Aber ihr seht schon, ich könnte, oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich würde sagen, ich könnte theoretisch auch komplett verzichten auf Surfer und könnte ihn einfach so umrotzen, aber das Kyokre ist weg. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, warum. Ich habe so gedacht, hä, ich mache so viel Schaden. Da kannst du den Surfer dir eigentlich auch aufsparen. Hab deswegen den Surfer nicht genommen. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Kyokre weg, obwohl wir den Surfer eigentlich noch gut hätten nutzen können. Dann hätten wir das Kyokre jetzt noch hier gehabt. Hätten da noch zwei, drei Moves drauf machen können. So haben wir noch unser Regirock. Wir haben immer noch zwei Schilde. Wir haben immer noch Steinkante. Wir können einmal abwehren, dann ist die nächste Steinkante da. Im Endeffekt ist es dann schon fast tot. Wir könnten aus Spaß dann nochmal aufs Despota wechseln, dass das auch was gemacht hat. Weil im Endeffekt steht es ja nur blöd rum und macht nichts. Wenn es die Steinkante überlebt, würde ich aus Spaß das Despota nochmal kurz reinholen. Ansonsten seht ihr, Regirock ist einfach heftig der Boss. Also ich nehme Regirock so gerne für die Rocket-Bosse. Despota reingeholt, ist fertig. Kann ich euch wieder mitnehmen. Jetzt laufen wir mal das Stück hier runter so lang. Gucken mal, was wir bei ihm noch bekommen haben. Ob es da jetzt vielleicht ein Krypto-Shiny gibt. Ihr wollt natürlich auch sehen, was die anderen zwei Kryptos geworden sind von den IV her. Dass es keine Shinies waren, habt ihr ja schon gesehen. So, erstmal hier über den Huggel. Schnell durchdrücken, dann zeige ich euch nochmal meinen Lieblingsplatz. Jetzt, wenn es wieder Sommer wird, wo man sich immer hinchillen kann. Ist auf jeden Fall auch kein Shiny. Das können wir jetzt nebenbei fangen. Ich nehme auch mal hier die goldene Beere, schmeiß da fix was drauf, großartig. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es drin ist und ob es drin ist. Guckt euch doch das herrliche Wetter an. Ist das nicht genial? Habt ihr schon mal so schönes Wetter gesehen? Also ich das letzte Jahr über nicht. Wir bewerten es jetzt nicht. Ich will euch erst kurz den Platz hier nochmal zeigen. Da, Mülleimer am Start, Baum am Start, Bänke am Start, noch mehr Mülleimer. Das sieht doch herrlich aus, auf jeden Fall. Dann können die hier drüber marschieren. Das wäre doch ein richtig geiler Spot, um Pokémon zu zocken. Einfach rumsitzen, Lokmodule anmachen, chillen oder hier einfach Skateboard-mäßig unterwegs sein. Leider gibt es hier nichts. Ihr seht, hier ist es relativ ruhig, beziehungsweise gut. Wenn man den anmacht und den anmacht und den anmacht,
hätte man vielleicht ein bisschen was. So verkehrt ist das doch gar nicht. Wann ist das denn hergekommen? Das sah früher noch nicht so aus. Ich feiere den Platz auf jeden Fall übelst. Jetzt setze ich mich noch mal kurz hier hin, richte das noch mal aus, ungefähr so. Und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz da drauf gucken. Da kommt ein Wagen angefahren. Wir gucken jetzt ganz kurz noch mal auf die IV von den letzten drei Krypto-Pokémon, die wir gefangen haben von den Rocket Bossen, ob da nun was Gutes dabei war oder nicht. Hier habt ihr Kanivanya. So sieht es eigentlich immer aus. Egal, ob ich Rüpel oder ob ich Bosse mache, sieht immer so aus. Und alle anderen prahlen immer mit ihren 100% Krypto oder ich konnte wieder mal ein 100er erlösen oder irgendwas. Nee, bei mir sieht das so aus und shiny wird es ja auch nicht. Also was will man machen? Aerodactyl hat einen hohen Angriffswert, aber nützt jetzt auch nicht viel. Tarnel hat, glaube ich, die besten IV von allen. Obwohl das bei Tarnel ja auch wieder Quatsch ist, weil Metagross würdet ihr eh in der Meisterliga spielen. Das braucht eigentlich hohe, saftige WP und nicht irgendein andere Gebambel. Naja, keine Ahnung. Das war es auf jeden Fall. Ein Rocket Radar müsste ich jetzt, glaube ich, auch noch übrig haben. Wir können noch mal kurz reinschauen. Ein Rocket Radar ist noch da, genau. Die ganze Zeit ist ja auch so ein komischer Rocket Ballon rumgeflogen. Ich habe gedacht, wenn der immer noch da ist nach dem letzten, machen wir einfach diesen Rocket-Ballon noch. Da wäre auch noch ein Rocket-Boss rausgekommen. Einfach per Zufallsprinzip. Ist leider nicht mehr da, spare ich mir deshalb auf. Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Habt ihr auch die drei Rocket-Bosse schon besiegt? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr überhaupt irgendwas bekommen? Spielt ihr überhaupt noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ihr seht, der Ramses sitzt nicht immer nur zu Hause. Der freut sich auf jeden Fall wieder, wenn man vor die Tür gehen darf, wenn man draußen zocken kann, wenn man rumlaufen kann, wenn sonst was, egal ob mit oder ohne Bier. Das hat mich ausgemacht und das muss wieder zurückkommen. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.